Also, auch Geld ist eine Form von Energie. Und wenn du dich jetzt verschließt oder vielleicht auch stolz auf dich bist, du kommst mit wenig Geld aus oder es dir hier steht, dass du Monat für Monat dich in diesem Rad drehst und oftmals am liebsten schon am 3. oder am 5. oder am 10. gerne hättest, das schon wieder der erste wäre. Das heißt, dass der Monat wesentlich länger dauert als das Geld. Und das auch letzten Endes der Grund ist, ein Glaubenssatz in dir. Ich habe ja so eine leise Idee, so eine Ahnung, was ich eigentlich gerne machen würde, wenn ich selbstbestimmt leben würde. Dass du es dir nicht erlaubst, das zu leben, ist, dass du denkst, damit kann man kein Geld verdienen. Oder dass du es dir nicht wert bist, damit rauszugehen und Geld zu verdienen. Also es dreht sich immer wieder alles um das Geld. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Tag 17 der 21-Tage-Challenge. Heute geht es um das Thema Geldbeziehung und Seelenplan. Spannendes Thema. Ich bin davon überzeugt, dass du deinen Seelenplan weißt. Auch wenn du glaubst, du weißt ihn noch nicht oder ihn noch nicht so richtig kommunizieren kannst. Und deshalb möchte ich mit dir mal heute darüber sprechen, was der wahre Grund ist oder einer der wahren Gründe. Nee, es ist wirklich der wahre Grund, warum du deinen Seelenplan noch nicht lebst. Oder ihm nicht erlaubst, ans Tageslicht zu kommen. Wenn du bislang noch in einem Job bist, in einem Beruf, und das höre ich auch so oft von meinem Gegenüber, das macht mir ja eigentlich Spaß. Also ja, eigentlich macht die Arbeit mir ja Spaß. Und wenn ich dann frage, würdest du da auch hinfahren, jeden Tag, oder fünfmal die Woche, keine Ahnung, wie auch immer, wenn es kein Geld dafür gäbe am Ende des Monates. Dann kommen dann viele schon ins Überlegen. Der ein oder andere sagt dann aber auch, ja, ich würde dann trotzdem hinfahren. Ich habe ja nicht mehr lange bis zur Rente zum Beispiel. Das heißt, man tröstet sich letzten Endes ja auch dann damit, dass man etwas macht, was nicht dem Herzen entspricht, weil in ein paar Jahren kann man ja in Rente gehen und dann kann man das machen, was einem Freude macht. Das ist das eine. Und das andere, eine andere Frage, die ich dir gerne jetzt mal stellen würde. Lass das mal bitte auf dich wirken. Liebe Christine, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Eine Frage, die ich dir jetzt gerne mal stellen würde. Wie würde dein Tag ausschauen, wenn du selbstbestimmt leben würdest? Wie würde dann dein Tag ausschauen, wenn du selbstbestimmt leben würdest? Würdest du dann abends, wenn du zu Bett gehst, dir den Wecker stellen, der dann morgens, meinetwegen um 5 Uhr weckt, dich aus dem Schlaf rausreißt? Würdest du dann nach einem Rhythmus leben, der eigentlich gar nicht deinem eigenen Biorhythmus entspricht, sprich irgendwann um 7 aus dem Haus gehen, dich in Räumlichkeiten aufhalten, wo du dich sonst nicht aufhalten würdest, Dinge tun, die du sonst nicht tun würdest? Wie würde dein Tag ausschauen, wenn du selbstbestimmt leben würdest? Wenn du selbst bestimmen würdest, was du tust, was du tagsüber tust. Würde sich da an deinem Tagesablauf etwas verändern gegenüber dem jetzigen Tagesablauf? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest,
dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du nicht die Dinge machst, die du wirklich machen möchtest. Das ist schon mein erstes Indiz, wo du dich bislang arrangierst mit deinem Leben, mit Situationen und Gegebenheiten. Und ich möchte dich auch dazu einladen, mal dir Zeit zu nehmen, auch Blatt Papier zu nehmen und das mal schriftlich zu fixieren. Also oben die Frage aufschreiben, wie schaut mein Tag aus, wenn ich selbst bestimme, was ich tue, was ich esse, wann ich esse, zu welcher Zeit ich aufstehe, zu welcher Zeit ich Pause mache, zu welcher Zeit ich mich um meine Familie kümmere oder mit meiner Familie zusammen bin, zu welcher Zeit ich abends ins Bett gehe. Wie würde das ausschauen? Das ist der erste Punkt, der dich deinem Thema ein bisschen näher bringt, weil du dann dir erlaubst, schon mal wieder deine Träume auszupacken. Hallo, liebe Sabine, auch an dich einen wunderschönen guten Morgen. Und der Grund, was ich eingangs erwähnt habe, warum du deinen Seelenplan noch nicht so lebst, wie dein Herz eigentlich sagt, mach es. Das hat was mit dem Thema Geld zu tun. Wir hatten gestern Abend ein Live-Frage-Antwort-Call. Eine Teilnehmerin hat von einer Übung berichtet, die sie gemacht hatte nach unserer Anleitung und da so heftig weinen musste. Hatte das so erzählt. Und hat dann so beiläufig erwähnt, sie ist ja eigentlich immer noch auf der Suche nach ihrem Seelenplan. Schon seit langer Zeit beschäftigt sie sich damit. Und eigentlich würde sie ja gerne das und das machen und hat das dann erwähnt, beiläufig. Und ihr war gar nicht bewusst, dass sie damit eigentlich erzählt hat, was ihr Seelenplan ist. Und warum hat sie das nicht erkannt? Weil die Glaubenssätze dahinter gesteckt haben. Ich habe kein Geld, das zu realisieren. Da gibt es doch schon einige, die das schon versucht haben und sind gescheitert. Ich hatte das auch schon mal versucht und es hat nicht funktioniert. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Und weil sie sich einfach klein gemacht hat. Und. Und das ist so, so schade. Und deshalb möchte ich mit dir heute mal über dieses Thema hier sprechen. Wie wichtig auch das Thema Geld ist, dass du die Beziehung zu dem Geld heilst. Denn schau mal, wir leben hier nun mal in einer materialistischen Welt. Und wir brauchen Geld, um uns unseren Lebensstandard zu ermöglichen. Und jeder hat da so seine eigene Vorstellung mit einem Aber. Im Grunde genommen ist es wunderbar, dass es Geld gibt. Denn ich gehe mal von aus, du hast auch keine Lust, wenn du zum Bäcker morgens gehst, dich mit ihm drüber zu unterhalten. Hey, ich habe meinen Seelenplan entdeckt und ich kann dir die und die Dienstleistung geben. Gibst du mir dafür jeden Tag ein Brötchen? Keine Ahnung was. Sondern es ist doch viel angenehmer, wenn ich mir das kaufen kann, wenn ich möchte. Also morgens zum Bäcker gehe, dem, keine Ahnung, was ein Brötchen kostet, 70 Cent, weiß nicht, ich kaufe sowas so selten. Und du legst ihm die 70 Cent hin und er gibt dir das Brötchen. Und wenn ihr euch über deinen Seelenplan unterhaltet, dann ist das gut, aber das muss ja nicht sein. Okay, verstehst du, was ich damit meine? Und deshalb ist es gut, dass wir Geld zur Verfügung haben als Zahlungsmittel und nicht mehr am Verhandeln und am Tauschen sind. Das Thema ist nur, dass unsere Beziehung zum Geld sowas von krank ist. Und schlecht ist, dass wir so viele Glaubenssätze und Kram und Prägungen aufgenommen haben, das manchmal auch dazu führt, und das ist auch erschreckend, dass wir dazu geneigt sind zu sagen, ich brauche ja nicht viel Geld. Ich komme mit ganz wenig Geld aus. Also ich bin ganz minimalistisch unterwegs. Ich brauche nicht viel. War auch mal auf diesem Trip unterwegs. Brauche nicht viel. Stolz drauf zu sein, dass ich mit ganz, ganz wenig Geld im Monat auskomme. Zu solchen Dingen führt das.
Schau mal, es ist alles eine große Energie. Und alles ist ein Teil dieser großen Energie. Und Geld ist auch nichts anderes als eine Form von Energie. Es ist bedrucktes Papier, das letzten Endes, natürlich nicht wir zu Hause, aber letzten Endes wir Menschen, im Groben gesagt, drucken dieses Geld. Und je nachdem, welchen Schein wir haben, messen wir dem einen gewissen Betrag bei und können uns das Gegenstück dafür dann eben auch kaufen irgendwo. Okay? Also, auch Geld ist eine Form von Energie. Und wenn du dich jetzt verschließt oder vielleicht auch stolz auf dich bist, du kommst mit wenig Geld aus oder es dir hier steht, dass du Monat für Monat dich in diesem Rad drehst und oftmals am liebsten schon am 3. oder am 5. oder am 10. gerne hättest, das schon wieder der erste wäre. Das heißt, dass der Monat wesentlich länger dauert als das Geld. Und das auch letzten Endes der Grund ist, ein Glaubenssatz in dir. Ich habe ja so eine leise Idee, so eine Ahnung, was ich eigentlich gerne machen würde, wenn ich selbstbestimmt leben würde. Dass du es dir nicht erlaubst, das zu leben, ist, dass du denkst, damit kann man kein Geld verdienen. Oder dass du es dir nicht wert bist, damit rauszugehen und Geld zu verdienen. Also es dreht sich immer wieder alles um das Geld. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Beziehung zum Geld in die Heilung bringst. Und indem du weiter so denkst, wie du bislang gedacht hast, dass du dich dieser Geldenergie verschließt, also hier so stehst, ja, ein bisschen abladen, aber doch nicht so viel, ja. So habe ich mich früher immer da stehen sehen, metaphorisch gesprochen, mit dem Schirm über mir, statt ihn umzuklappen, das von oben geöffnet ist und die Geldenergie da reinfließen kann und ich das nur ausschütten brauche. Also ich weiß sehr gut, wovon ich hier spreche, wenn ich dir das hier so weitergebe. Wenn du dich dieser Energie verschließt, ein anderes Beispiel dazu, es wäre das Gleiche, wo wir aber nie auf die Idee kämen, das zu machen, uns der Lebensenergie zu verschließen oder zu sagen, ich brauche nur ein bisschen Lebensenergie. Nicht viel, dass ich gerade so ganz knapp überleben kann, aber nicht mehr Lebensenergie. Auf die Idee käme keiner von uns. Lebensenergie brauchen wir, wollen wir, es kommt aber keiner auf die Idee, sich der Lebensenergie zu verschließen. Die nehmen wir auf. Die ist unbegrenzt im gewissen Rahmen da. Und Geldenergie ist auch unbegrenzt letzten Endes da. Die Frage ist nur, inwieweit öffne ich mich dieser Geldenergie? Inwieweit öffnest du dich dieser Geldenergie? Die meisten Erstcoachings, die ich mache, läuft es darauf hinaus, dass wir erstmal Energien klären, weil die Menschen mit Energien rumlaufen, die nicht zu ihnen gehören, die sich im Energiefeld aufhalten, die manipulierend wirken, die diejenige oder denjenigen klein halten, aber auch manipulierend dahingehend, dass sie ihn zurückhalten, überhaupt in die Handlung zu kommen oder etwas zu machen, was nicht aus dem Herzen entspricht. Oder tief im Unbewussten Energien sich aufhalten, die nicht zu dieser Person gehören. Also die meisten Erstcoachings, das erste Thema ist meist, dass wir herausfinden, dass da Energien am Werk sind, die nicht zu demjenigen gehören, die wir dann erstmal klären. Einen sogenannten Clearing, wo wir die Energien dorthin schicken, wo sie hingehören und dann eine absolute Befreiung da ist. Das zweite Thema ist, auch wenn der oder diejenige glaubt, sie hat kein Thema mit den Eltern, mit Mama oder Papa, da ist alles in Butter, immer näher hinschauen, gilt es auch da, klärende Gespräche nochmal zu führen und auch da Energien zu heilen. So, das heißt mit anderen Worten, wir laden alles an Energien zu uns ein. Auch unbewusst, laufen mit Energien rum, die nicht zu uns gehören. Die laden wir unbewusst ein. Und wenn es dann darum geht, Geldenergie einzuladen, das sagen wir, ach nö, braucht nicht viel, ich komme da klar und
Nee, die anderen, die verdienen ja auch nicht mehr. Es gibt ja noch welche, denen gibt es noch schlechter als mir. Ich brauche nicht so viel und. Hallo? Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Wie, auf welche Art und Weise wir uns da verhalten? Und es gibt ja den Satz, hast du auch schon zigmal gehört. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Natürlich ist Geld nicht alles. Aber wenn ich krank bin oder meine Kinder krank sind oder irgendetwas geschieht, ich meine, wenn ich den Seelenplan lebe, dann gibt es keinen Grund auch, dass die Seele mir Krankheitssymptome über den Körper schickt und ich krank werde, aber kann ja trotzdem mal irgendetwas sein. Verdammt nochmal, dann bin ich doch froh, wenn ich mir die beste Medizin, die beste Hilfeleistung einfach erlauben kann. Da fängt es doch mit solchen Dingen schon an. Und es befreit doch einfach, wenn ich einfach leben kann und mir keine Gedanken in der Richtung über Geld machen muss, so wenig wie ich mir Gedanken über andere Energien mache, die einfach da sind. Die Lebensenergie, die ich einfach einatme, die einfach da ist. So ist auch die Geldenergie auch für dich da. Und sobald du deine Beziehung auch zum Geld heilst, hallo liebe Fanja, schön, dass auch du dabei bist. Sobald du beginnst, auch deine Beziehung zu Geld zu heilen und beginnst, Geld zu lieben, und es so natürlich anzunehmen, wie die Lebensenergie, die dir auch zur Verfügung steht, wirst du einen großen, großen Schritt weiter sein, auch dir zu erlauben, selbstbestimmt zu leben, sprich, deinen Seelenplan wirklich einen Raum zu geben. Macht das Sinn? Okay. Dann lass uns mal noch darüber reden, so über ein paar Schritte, ein paar Aspekte, die du anwenden kannst, um deine Beziehung zu Geld zu heilen, um deinem Seelenplan weiter näher zu kommen, um ihm einen Raum zu geben. Christine schreibt, Geld ist Segen. Wunderbar, genau so ist es. Danke für diesen Kommentar. Danke, Christine. Geld ist Segen, ganz genau. Und wenn du diesen Satz auf dich wirken lässt, die Christine gerade mit uns geteilt hat, Geld ist Segen, sag dir das mal und lausch mal in dich hinein, was es da an dir denkt und beobachte das mal. Und da kommst du auch an ganz, ganz wertvolle Glaubenssätze ran, die es umzuwandeln gilt, damit deine Beziehung zu Geld geheilt wird. Okay? Gut, also Geld ist Segen. Erster Punkt, gewöhne dich dran, immer mit einer gewissen größeren Summe, ganz nach deinem Ermessen, unterwegs zu sein. Wenn du dich unwohl fühlst, wenn du 1000 Euro in deinem Portemonnaie bei dir trägst, dann sollte dir das zu denken geben oder ein 500-Euro-Schein. Weil dann ist ja irgendetwas in dir drin, was dich nicht gut fühlen lässt. Das heißt, diese Beziehung zu diesem 500-Euro-Schein, um es bei dem Beispiel zu belassen, die krankt ja irgendwie. Wenn du diesen 500-Euro-Schein lieben würdest oder es lieben würdest, mit 1000 Euro unterwegs zu sein ständig, dann wäre das ja gut, dann wäre ja alles in Butter. Also gewöhn dich bitte dran, mit einer gewissen Summe, ganz nach deinem Ermessen und je nachdem, wo du stehst, das können kleinere Summen sein. Muss nicht der 500-Euro-Schein sein, es kann auch der 200-Euro-Schein oder der 100-Euro-Schein sein, wenn du ganz am Anfang stehst. Dass du mit einer gewissen Summe immer unterwegs bist und dich dabei auch wohlfühlst. Und wenn es jetzt der 500-Euro-Schein ist, dass du den auch nie anrührst in deinem Portemonnaie, weil du dich auch nur wohlfühlst, wenn der bei dir ist, zum Beispiel. Okay? Der zweite Punkt. Gib Geld immer mit einem guten Gefühl aus. Das heißt, wenn du Geld ausgeben möchtest, egal jetzt was es ist, sei dir immer bewusst des Wertes, was du dir dafür kaufst.
Und frag dich natürlich auch, brauche ich das jetzt wirklich? Oder will ich jetzt nur irgendeinen Mangel in mir befriedigen? Und wenn ein Ja kommt, dann kauf es dir mit einem guten Gefühl und erlaube dir auch das Allerbeste da, dir zu gönnen und zu kaufen. Gute Qualität auf allen Ebenen, im Hinblick auf die Kleidung, aber auch im Hinblick auf die Ernährung. Sei es dir wert, für dich nur das Allerbeste. Der nächste Punkt, halte Ordnung in deinem Portemonnaie. Schau bitte nachher mal in dein Portemonnaie. Wie schaut dein Portemonnaie aus? Ist das ein Sammelsurium von Notizzetteln und Quittungen? Oder ist da Ordnung? Und da gilt so ein ungeschriebenes Gesetz, das ich aus dem Feng Shui mal übernommen habe. Keine Quittung ins Portemonnaie. Und ins Portemonnaie gehören auch keine Notizzettel. Ins Portemonnaie gehört Geld. Und die Kreditkarte und vielleicht noch ein Bild von deinen Lieben. Aber sonst nichts. Räum da auf. Und sortier auch die Geldscheine in deinem Portemonnaie. Hol dir auch ein großes Portemonnaie, wo das Geld sich wohlfühlen kann. Hör auf, Geld zu knicken. Im wahrsten Sinne, wenn man Geld knickt, das stammt, glaube ich, auch aus dem Feng Shui, hat man ein geknicktes Verhältnis zum Geld. Besorg dir ein Portemonnaie, wo du auch große Geldscheine richtig schön reinlegen kannst, dass die sich da auch wohlfühlen können und nicht geknickt da drin liegen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, ist aber so. Und sortiere auch die Geldscheine, also von der Größen her, 100, 50, 20, 10er, 5er, alles in einer gewissen Ordnung, alles nacheinander. Und auch immer mit diesem Bogen nach vorne gerichtet. Auch wenn du Geld, einen Schein aus dem Portemonnaie zückst an der Kasse, nimm den Geldschein liebevoll raus und gib den so der Kassiererin, dass der Bogen nach unten offen ist. Und gleich auch mit dem Gedanken, wie schön, dass ich ihr jetzt diesen 50-Euro-Schein geben darf. Er kommt doppelt zu mir zurück. Ich gebe ihn jetzt in Umlauf und er nimmt unterwegs noch Brüder und Schwestern zu sich und dann kommt er wieder zu mir zurück. Gib mit diesem Gedanken mal dein Geld aus. Du wirst merken, wie gut sich das dann anfühlt. Und im Hinblick aufs Portemonnaie, schau dir auch mal dein Portemonnaie an, wie es ausschaut. Ist es total vergriffen, sodass du eigentlich froh bist, wenn es in der Tasche ist und es niemand sieht? Oder ist es dein Schmuckstück, das du, wenn du irgendwo im Café hockst, liebend gerne neben dich legst, weil es einfach ein schmuckvolles Stück ist und richtig toll ausschaut, sodass das Geld sich da auch wohlfühlen darf und kann in diesem Schmuckstück? Und wenn du eher jetzt denkst, naja, ziemlich vergriffen, dann gönn dir mal ein neues Portemonnaie, ein richtig schönes, großes, das so ein richtiges Schmuckstück ist, wo sich das Geld so richtig wohlfühlen kann. Okay? Dann noch ein Tipp, den ich seit Jahren praktiziere, den ich mal von Christian Bischoff übernommen habe. Ich gebe keine 5-Euro-Scheine mehr aus. Sobald ich einen 5-Euro-Schein irgendwo an der Kasse zurückbekomme, der wandert in mein Portemonnaie, ein separates Fach, immer mit dem Gedanken, das ist der nächste 5-Euro-Schein auf dem Weg in meine finanzielle Freiheit. Und wenn der Packen von 5-Euro-Scheinen dann mal zu dick wird im Portemonnaie, dann nehme ich es raus. Einer bleibt als Basis immer drin, bis die nächsten dann nochmal dazukommen. Du glaubst gar nicht, welche Summe du da im Laufe der Zeit sparst und wie du da eben auch Geld anhäufst. Und zwar nicht im Sinne von Sparen für schlechte Zeiten, weil wenn du sparst für schlechte Zeiten, das Universum sagt, dein Wunsch ist mir Befehl, dann werden irgendwann diese schlechten Zeiten auch zu dir kommen, wo du dieses Geld brauchst. Also das ist hier unter einem anderen Aspekt gemeint, dass du einfach Geld einlädst, immer mehr und mehr und anhäufst in deinem Leben, dass es einfach immer da ist, dass du eine gute Beziehung dazu bekommst. Und eine weitere Umdenke ist, wenn du einen 5-Euro-Schein zurückbekommst und er wandert in ein separates Postfach, in separates Fach in deinem Portemonnaie und du bekommst den mit der Freude, ein weiterer 5-Euro-Schein auf dem Weg in meine finanzielle Freiheit. Schau mal, wenn du
Wocheneinkauf machst und bist in drei verschiedenen Geschäften und bekommst in drei verschiedenen Geschäften zufällig 5-Euro-Scheine zurück. Dann hast du anschließend nicht das Gefühl, du hast Geld ausgegeben, sondern du hast 3 5-Euro-Scheine bekommen. Ganz andere Denke. Oder wenn du am Geldautomaten Geld holst und da kommen unter anderem 2 5-Euro-Scheine raus. Ist es auch schon mal sinnigerweise passiert, wo ich gedacht habe, oh, das Universum ist gerade in Bewegung, dass 4 5-Euro-Scheine rausgekommen sind aus dem Geldautomaten. Und die 4 5-Euro-Scheine sind natürlich sofort in ein separates Fach gewandert. Okay? Also vielleicht magst du das auch aufnehmen, künftig keine 5-Euro-Scheine mehr auszugeben und so dich dran zu gewöhnen und auch mal zu beobachten, wie viel Geld du da nebenbei einfach in dein Leben auch einlädst. Und der nächste Punkt, zahle Rechnungen zeitnah, zügig, mit einem guten Gefühl. Sei dir des Wertes auch bewusst. Und sei es die Miete, die du jeden Monat zahlst, das ist ja oftmals ein großer Brocken, der vom Konto zum ersten abgeht. Mach dir mal bitte bewusst, welche Annehmlichkeiten du in deiner Wohnung hast. Mach dir mal diesen Gegenwert bewusst. Und wenn du sagst, ich finde hier gar keine Annehmlichkeiten gegenüber dem, was ich jeden Monat bezahle, dann ändere was daran, dann ändere die Wohnung. Zieh um. Wenn du die Stromrechnung bezahlst, mach dir bewusst, welche Annehmlichkeiten du hast, indem du auf den Schalter drückst und elektrisches Licht da ist. Indem du den Herd anmachst und dir ein leckeres Essen kochst. Mach dir diese Annehmlichkeiten bewusst. Wenn du dir ein Buch kaufst, mach dir bewusst, welchen Mehrwert es dir gibt, dass du immer und immer wieder in dieses Buch dein lebenslang reinschauen kannst, dass du es immer und immer wieder lesen kannst oder eine CD. Dass du dir damit die Lizenz gekauft hast, mit dieser CD ein Leben lang mit dieser Musik dich zu erfreuen, jeden Tag auf ein neues. Also Rechnungen immer mit einem guten Gefühl und auch zeitnah bezahlen. Und beginne so, das ist der 7. Punkt, Geld zu lieben. Das ist wie mit einem Partner an deiner Seite. Wenn du deinen Partner nicht liebst, warum soll er dann bei dir bleiben? Er wird früher oder später gehen. Das ist so, auf einer unbewussten Ebene, energetischen Ebene geschieht das. Deshalb beginne Geld zu lieben. Und dann wird es auch zu dir kommen und du hast ein anderes Verhältnis zu dem Geld. Und du wirst im nächsten Schritt dir auch erlauben, weil du ganz viele Themen in deinem Unterbewusstsein aufgeräumt und geklärt hast dann, deinen Seelenplan zu leben, mit anderen Worten, selbstbestimmt zu leben, über deinen Tag selbst zu bestimmen, über dein Leben selbst zu bestimmen und aufzuhören, eine Marionette von einem System zu sein und dich klein halten zu lassen und so letzten Endes das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen und dich mit vielen Dingen zu arrangieren, wo du jetzt noch glaubst, das geht nicht anders, weil forme das um, formulier das um. Okay, gut. Schau dir bitte diese Sequenz hier nochmal an, lass es nochmal in dein Bewusstsein und beobachte auch gerne mal dabei, was es in dir denkt bei dem ein oder anderen Thema, das ich jetzt angesprochen habe. Überall da, vor allem, wo es in dir denkt, vielleicht auch, was redet die da für einen Unsinn? Oder wo Wut oder Ärger in dir aufkommt? Oder wo du dazu geneigt bist, dazu widersprechen. Das ist aber nicht so, weil. Lausch mal in dich hinein, welches Thema sich dahinter verbirgt. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Weisheit hier überhaupt von mir gebe. Ich spreche nur authentisch von den Dingen, die mir einfach geholfen haben, in ein anderes Leben zu starten. Okay? Christine, das geht tief ins Herz, schwitzt ganz. Danke. Ich möchte dich hier wirklich mit dieser Challenge aufrütteln, wachrütteln und dir Mut und Energie schenken,
dir die Rückenstärkung schenken, dass du aufwachst, dass du ein selbstbestimmtes Leben lebst, so wie es zu dir, deinem Herzen und deinem Seelenplan passt. Okay? Ganz liebe Umarmung. Hab einen wunderschönen, energiereichen Tag noch. Und mit voller Liebe geh durch den Tag zu dir selbst und auch zu dem Geld, das jetzt schon bei dir ist und das noch zu dir kommen möchte. Wir sehen uns morgen nochmal. Danke für die vielen Herzen. Ich liebe euch alle. Alles Liebe. Bis morgen. Ciao, ciao.